Sie hat das hier mit Kopfhörern spielt, das hört sich irgendwie wirklich viel besser an. Das wird das ja richtig gewummert hier alles. Muss ich schon sagen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost Paradise. Also wirklich geil, wenn du dir das mit Kopfhörern spielst, wie gesagt. Dieses Gewummer, ja. Letzte Folge hat mir dann so eine Erinnerung abgespielt. Polnische Eindringlinge, also Partisanen sind eingedrungen. Der Computer hat dann viele Sachen berechnet. Wahrscheinlichkeiten zu dem dann den Computer irgendwie über. Nur zumindest ein Teil davon, was ich verstanden habe. Und na, das hat also schon mal dann auch erklärt, warum dann zum Beispiel die ganzen Zivilisten wohl nicht da sind, weil die wurden dann wohl evakuiert, nach unten gebracht, wahrscheinlich das militärische Personal hier unten hin, damit man die Partisanen wahrscheinlich zurückschlägt. Ob sie es geschafft haben, ja, weiß man jetzt nicht. Oder ob wahrscheinlich dann alle gestorben sind. Werden wir herausfinden. Kohlensäure. Kohlensäure. So this is where all the trains were supposed to go. Ah, haben sie dann die Züge dann wohl demontiert. Gut, wer jetzt nicht alle. Denn die brauchen ja noch Züge hier unten zum Rumfahren, mit zu transportieren können. Oder sonst die meisten müssen wahrscheinlich dann klar ausgeschlachtet. Hier sieht's ja aus. Gut, ist ja auch alles zerstört, kaputt, vernichtet. Den wird noch geschmolzen hier. Dead end. What? There's no way to keep going. According to my map, there should be a pipe there. It leads directly to the living area. Can't you see it? So? You expect me to jump? Listen, I wouldn't have led you here if I didn't think you could do it. Can't you help me somehow? Sorry, there's nothing else I can do. Now it's all up to you. You trusted me once. I just need you to trust me again. That pipe is part of the cooling system for this forge. There's a small reservoir at the end that should soften your landing. At least there should be. I'm scared. I know you are. Try to remember the world outside. Remember how you describe it? Peaceful. This place? This is just temporary. You can do it. What will happen if I don't jump? Have you ever felt helpless? Like you have no control over the things going on around you? Like you have to just accept whatever happens next? No matter how painful it is? Things don't have to be like that this time. You're in control now. So, to answer your question, if you don't jump, there's a chance you'll end up asking yourself, what if? And that's an awful feeling. Okay, I will do it. I will jump. Everything's going to be alright, trust me. You can swim, right? Ja, sieht bald so. Läuft immer darauf hinaus, wahrscheinlich müssen die ja helfen, oder? Das wird es halt nicht weitergehen, wie es. Ja, wenn ich nicht springe, muss halt springen, sonst klar geht's wahrscheinlich das Spiel nicht weiter. Also so kommst du ja nicht wahr, dass er halt eine Sackgasse ist, ja halt alles ziemlich in der Jahr hier. Sag mal, also gut, ja gut, da springe ich halt. Hm, verhandeln. Kann ich jetzt das dritte Kapitel, wie es aussieht? Hoffentlich ist das kein Abwasser hier drin. Puh. Jesus, was ist das denn hier?
Ich Ablagerungen. Der Counter, der den ganzen Mist ja wegmacht. Also sieht man eigentlich schon im Prinzip, wie lange der Bunker dann schon mal scheinbar schon verlassen, also nicht mehr bewohnt ist, sag ich mal. Wenn dieses ganze Zeug hier sieht. Ist das Kalk oder was? Keine Ahnung. Das sieht aus wie so Kalk oder irgendwie so Zeug. Also ich gucke schon Ablagerung im Wasser. Die Tür zu oder hier das Ding. Gespeichert, das ist immer 03 Gesellschaft. Tja, Jung, bist noch nicht richtig. Muss noch ein Stockwerk schaffen. Also, du hast gleich im Paradies geschaffen und sagt, ach komm, hier. Ah, abschalten. Ist aber der Zement. Den Brocken. Also ich habe die Brocken auch genutzt. Auch mal für andere Sachen als Baumaterial wahrscheinlich sogar. Oder vielleicht nutzen sogar vielleicht sogar die Ablagerungen da drüben, dass sie die dann vielleicht sonst mal abgeknubbelt haben. Und dass sie die dann vielleicht als Baumaterial genommen haben vielleicht. Vielleicht bis mit irgendwas vermischt. Dass man daraus vielleicht sogar Baumaterial erschaffen hat vielleicht. What is this place? Große Höhle, hinten Leuchtturm. Ich kann aber nicht rein, das Wasser ist unsichtbare Mauer hier. Ich habe gesehen, was auch darstellt in diesem Gerät hier. Letzte Folge hier. Tag-Nacht-Zyklus, Agrarkultur kann dieser Computer schaffen. Also sieht man also das Ding, also Tag-Nacht-Zyklus ist dann ungefähr dann. Da fällt man die Lichter vielleicht dem, dass man vielleicht weiß, gut, es ist Nacht, also Schlafenszeit. Na, Krakotul, klar, dass die Leute sich dann also ernähren können, dass dann irgendwie, naja, etwas angebaut werden kann, Landwirtschaft. Schließlich hat man ja auch Bauern mitgenommen und alles. Bäcker und alles. Dass man dann also autark leben kann und sich selbst versorgen kann. Ist hier irgendwas mitnehmen? Nö, das Wasser kann ich auch nicht. Sieht man ja, links ist die Gasmaske, das sieht man am Schatten hier. Sieht man ja, unten links sieht man die Gasmaske, wo sie rumbaumelt. Also ein bisschen wie so ein kleines Paradies gemacht, dass sie wegen ein paar Strandkörper haben, als wären sie der Ostsee oder der Nordsee. Ein paar Strandkörper sagen kann, ah, guck mal. Du musst es ein bisschen heller noch haben. Du musst es noch ein bisschen mehr Licht haben oben. Oder irgendwie generell, dass man vielleicht ein bisschen mehr Licht hat, dass man sieht, ah, guck mal. Ah, also, was ich jetzt verstanden habe, sieht man hier, Göring genießt seinen Schnaps. Also klar, sage ich mal, wahrscheinlich die Herrenrasse, die Deutschen, wahrscheinlich da, die haben dann wahrscheinlich im Luxus gelebt, haben sie wahrscheinlich noch ein Quartier gehabt, wirklich. Polnische Untergrundstelle, wahrscheinlich waren die Polen schon im Bunker gewesen, hat man wahrscheinlich doch mit reingeholt. Wahrscheinlich deswegen auch hier 10 nicht-arische Frauen, dann diese 1000 Samenproben von nicht-arischen Männern. Wahrscheinlich, damit man quasi dann doch noch wirklich für die niedersten Arbeiten wahrscheinlich dann die Polen eingesetzt hätte. So verstehe ich das jetzt zumindest. Das heißt, sieht man, diese 3 Jahrzehnten kämpften wir. Na ja gut, wenn es heißt, 1960 haben wir Atombombenabwurf dann und alles vorbei war. Na gut, 1949 vielleicht, weiß nicht, wann man die reingeholt hat hier in die Bunker. Dass die vielleicht schon, die unten vielleicht schon drinnen waren. Hm. Oder dass die vielleicht meinen, dass schon seit 3 Jahrzehnten nach der Kampf weiterging.
im Prinzip immer dran denkt, na gut, so 39, naja, könnte schon sein. 39, 49, 59, 69, dass sie vielleicht sagen, klar, dass dann vielleicht in der ganzen Zeit dann der Kampf noch weiter ging hier unten. Oder halt zumindest in Anführungszeichen unten mussten sie die vielleicht bedienen dann. Dass sie dann auch die noch bedienen mussten, dann sage ich mal, die Anführungszeichen besseren Menschen haben dann wahrscheinlich dann nur einen billigen Häuser gelebt, nur einen Dreck wahrscheinlich, noch richtig primitiv. Während dann die Deutschen dann sicherlich dann bessere Behausungen hatten, bessere Lebensbedingungen generell. Aber hatten sie die Schnauze voll, kommen sich da kommen. Jetzt versuchen wir, sie haben da eh nichts zu verlieren. Ob wir jetzt nur ewig hier unten bleiben oder ob wir jetzt nicht dabei drauf gehen wahrscheinlich. Egal. Würde ich mir gut vorstellen zumindest. Das war wahrscheinlich vielleicht Angriff dann vielleicht sogar nicht von außen gewesen, sondern war wahrscheinlich von innen gewesen, als quasi ein Aufstand war, denke ich mal. Ob da noch von außen, wie gesagt, noch welche noch existiert haben. Obwohl, dann haben sie ja gesagt, der eine ja, naja, wer hätte es ja das hier nie gefunden ohne mich. Also, bin mir gut vor, dass wahrscheinlich welche innen drin waren, also wahrscheinlich polnische Zwangsarbeiter, polnische Arbeiter wahrscheinlich schon im Bunker waren, irgendwo in einem bestimmten Bereich wahrscheinlich. Und dass dann wahrscheinlich dann welche von außen eingedrungen sind und dann vielleicht dann quasi die von innen vielleicht dann geholfen haben. Oder vielleicht hat man Kontakt irgendwie haben können von innen, sag ich mal, nach außen vielleicht, dass die dann Kontakt haben konnten. Sie vielleicht Vorbereitungsarbeiten treffen konnten, dass dann vielleicht dann die, die hier drin waren im Bunker, vielleicht dann die von außen vielleicht noch Unterstützung haben, dass die dann reingehen konnten in den Bunker vielleicht. Vielleicht so könnte ich es mir vorstellen. Da sind die Duschen dann, wenn wir dann fertig waren mit Baden. Ah. So. Ich abtrockne ein schönes weißes, sauberes Handtuch. Das sind sogar Bäume. Was soll das eigentlich darstellen? Denken wir uns ja wahrscheinlich, dass die Erde wahrscheinlich, die jetzt wahrscheinlich hier kaputt gebombt wurde wahrscheinlich. Man selbst ist wahrscheinlich jetzt nur noch im Innersten jetzt wahrscheinlich. In dem Bunker halt. Die dann die ganzen Verluste wahrscheinlich von den ganzen Leuten mit. So schön zugewuchert hier, da ist alles hier. Na gut, wie gesagt, wahrscheinlich ist dann alles hier drunter und drüber gegangen, wahrscheinlich sind alle gestorben, würde ich sagen. Denkt man nicht, dass hier noch einer lebt in dem Bunker. Das Mädchen hat ja gesagt, sie ist komplett allein, ist nur noch der Junge da. Sie ist ja noch auf der Suche nach was Brauchbares, also ist sie auch von außerhalb hier reingekommen. Wahrscheinlich halt einen anderen Weg wie wir, denke ich mal. Ist wahrscheinlich dann, wie gesagt, wahrscheinlich unten halt gar keiner mehr lebt, wahrscheinlich alle gestorben. Die Spiegelung vom Holz sieht nicht schlecht aus hier. Mit Zementsäcken alles. Entweder haben sie das hier verbarrikadiert, dass sie hier sich einigeln wollten, oder die haben hier noch Renovierungsarbeiten oder wollen vielleicht noch ein bisschen was ausbauen vielleicht. Da hinten sieht man als in drin, als ob das vielleicht nur wie eine Fassade ist hier. Ob das vielleicht nicht fertig geworden ist. Oder vielleicht war das ja eine Erweiterung gewesen, vielleicht noch ein Anbau oder sowas. Da muss man gleich das Fenster durch, wie es aussieht. Und das ist noch so ein Gerät, oder? Ach nee, das ist nur ein Aschenbecher. Ich dachte, da wäre noch so eine Aufzeichnung.
Is anyone here? Scheint nicht so. Kulinarische. Was? Was? Was so machen? Ah, ich will das lesen, was da steht. Möglichen Kuch. Nie-a-ni-mecker. Hä? Das ist was Polnisches? Warum soll die polnische Bücher haben? Das ist was mit 1935, so ein Buch. Und das Buch ist irgendwie seitenverkehrt, das eine hier, da unten ist weiser. So spiegelverkehrt irgendwie die Schrift drauf. Und dann von verschiedenen... Zumindest was Arabisches ist also das eine hier. Scheint wirklich von verschiedenen Sprachen. Da haben sie ja Biblia, Latinsku, Polska. Da haben sie wahrscheinlich von verschiedenen Sprachen, verschiedenen Völkern, verschiedenen Nationen wahrscheinlich dann Bücher hier. Also nicht nur jetzt deutsche Bücher, sondern auch von anderen Nationen. It always amazes me how short your memories are. I walk these corridors day after day and hear the growing whispers. What if he's right? Maybe he has a point. What if? Let me remind those who have forgotten. When the Battle of the Bunker ended, we went looking for German civilian survivors. None were found alive. Must I remind you why? Because the bunker's machinery had removed them from the battlefield so they wouldn't interfere with the counter-attack, only to suffocate them in one of the unventilated hangars. Is this the kind of effectiveness we are looking for? Is that the value we put on human life? I will say it once more. No! I will never allow these machines to be turned on again. Ah, das sind halt so. Wirklich, so was ich jetzt mitbekommen habe, der Kampf ist geendet dann. Sie haben es scheinbar dann geschafft, die Partisanen, die Deutschen zu besiegen. Und die Zivilisten, die da wahrscheinlich dann evakuiert wurden, die deutschen Zivilisten, sind dann also in einem Bereich gekommen, in einem Hangar, wo sie dann also, naja, einfach nur erstickt sind. Weil das ist ein unbelüfteter Bereich, was sind wahrscheinlich dann zu lange drinnen gewesen, als Reserve für den Gegenangriff, aber sind dann halt dann, naja, qualvoll erstickt. Und bei dem polnischen Eindringling weiß ich nicht, ob die dann noch rausgekommen sind oder ob die dann gestorben sind. Ich denke, die werden wahrscheinlich dann noch rausgekommen sein, denke ich mal. Allerdings die Frage, warum hat man den Bunker nicht selber genutzt? Ich meine, wenn ich es dann gesehen habe, oben ist die Atombombe gezündet worden, alles kaputt, alles nuklear verseucht, dann wäre ich doch hier unten geblieben eigentlich. Dann wären wir doch im Prinzip hier unten geblieben. Oder hätte sich vielleicht die Technik mit zunutze gemacht hier unten. Wer weiß. Anordnung 210. Mit sofortiger Wirkung werden alle Kameras auf diesem Gelände deaktiviert. Bis alle Video- und Abhörgeräte ausgebaut worden sind, soll sämtliche Kommunikation, die Angelegenheiten der Produktion, Strategie, Nahrungsmittelverteilung, Zukunftspläne usw. betrifft durch geschriebenes Wort kommuniziert werden. Vorerst können wir davon ausgehen, dass sämtliche unserer Unterhaltungen überwacht werden. Er hört zu. Dominika. Wir schon. Gehen wir mal kurz bei den Bücherregal vorbei, ob hier noch irgendwas ist, aber. Das ist Rumgarer biblisches Nachablagewerk. Denkst du was? Keine Ahnung. Also natürlich immer oft genug die Bücher durch, klar, die sie Copy-Paste gemacht haben, damit es halt voll gemacht wird, klar. Wiederholt sich da immer noch eine Zeit alles. Das ist ein schöner Sessel. Oder Couch, besser gesagt. Schön aus Leder. Ein bisschen abgenutzt, hätte man vielleicht noch ein bisschen pflegen können.
das Bild da oben. Hier Kamin, haben sie noch. Oder das Holz sind noch verbrannt, hier die Holzscheide sind verbrennen. Da waren nur auch Bilder gewesen, aber nicht mehr da. Eine schöne Gemälde hier. Nicht schlecht. Anordnung 108. Alle Dokumente der Nazis bleiben unberührt. Verachtenswert, wie sie auch sind. Ach, das ist dann hier von den polnischen Partisanen. Wir werden sie nicht verbrennen. Die Nazis haben bereits selbst alle Beweise ihrer Abscheulichkeiten verbrannt. Wir müssen sie nicht dabei unterstützen. Wenn der Krieg endlich ein Ende nimmt, und er wird ein Ende nehmen, werden wir diese Dokumente ans Tageslicht bringen und sie für ihre Taten zur Verantwortung ziehen. All diese Dokumente sollen im Archiv gelagert werden. Noch irgendwas? Ja, ein schönes Gemälde hier von dieser Ruine dahin. Das ist eine alte Kirche, Kathedrale, mitten im Wald. Weil halt nicht mehr viel übrig ist, wie man sieht. Die Menschen strömen trotzdem rein in das Gebäude. Can you hear me? Ugh, it's not working. I need to find a control room. Na, hier funktioniert das nicht. Wird ja dann auch gesagt, nächsten Abschnitt sind keine Kameras oder halt glatt deaktiviert. Damit sie nicht beobachtet werden. Sehen. Ich gleich die Treppe hoch. Ja, alles jetzt zugenagelt hier. Haben sie dann drüber gemalt hier bei dem Reichsadler hier? It's locked. Vielleicht irgendwas im Aufbau, eine Karte oder sowas. Du musst oben eben einen Knopf drücken, bestimmt. Na, es sieht auch nicht mehr so gut aus, das Haus hier. Aber es sieht noch ganz gut aus, das Haus, aber ich von hier, weil die Wände sich so anzieht, auch schon überall Risse. Sieht nicht mehr ganz gut aus. Müsste dann mal gewartet werden, renoviert werden, das Haus hier. Jetzt sind die ganzen Kabel verbunden, alles verbunden. Is anyone up there? Ja, Junge, ich glaube nicht, dass Haupt noch einer hier ist irgendwo, bis aufs Mädchen. Das war alles hier mit diesen Knöpfen hier. Da bauen wir hier die Kameras überall. Durch, aber ich erkunde das mal hier noch ein bisschen. Hier kann ich durch. Ja, es sind so viele Räume, wo ich sogar durch kann. Was ist denn da los? Ich kann hier überall rein. Ich kann wirklich überall rein. Was ist denn hier los? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so viele Räume, wo ich sogar reingehen kann. Wie ist da drüben aus? Ja, ist mal hier lang jetzt nicht so viel. Viele Leute dann hier gelebt haben. Was haben sich dann hier hingemacht? Ja, sind dann die
polnischen Partisanen wahrscheinlich, die dann hier sicher eingenistet haben. Vielleicht dann als der Kampf wahrscheinlich noch entschieden war mit dem Bunker wahrscheinlich. Bitte geh nicht. Ich weiß, dass viel darüber nachgedacht habe zu gehen. Doch ich wusste nicht, dass es auch auf dich zutrifft. Wenn du gehst, wird Dominika uns nicht erlauben, uns je wiederzusehen. Du weißt, dass sie keinen seiner Anhänger gestattet, mit uns in Kontakt zu treten. Ist dein abergläubisches Geschwätz dir wirklich so wichtig, ob Dominika unsere Mutter ist? Dass vielleicht Dominika vielleicht die Anführerin war von denen. Oh, guck mal, der Teddybär. Oh. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Dominika vielleicht sogar die Partisanen-Chefin war vielleicht. Na gut, was sind die anderen Türen vielleicht doch eher verschlossen. Zumindest diese Tür ist zu. Die Tür kann ich nicht aufmachen, weil hier diese Sperren davor sind, diese nur elektrisch aufgemacht werden können. Fangen wir einmal hier an. Hier kann ich rein. Eine schöne Löwenstatue. Aus das Viertel elf und das stehen geblieben, die Uhr. Haben wir noch einen Volksempfänger. Viel Staub. Spinnweben in dem Fall. Oh, ein Teeservice. Service. Ich glaube, das ist super, wie es aussieht noch. Schon mal noch Salz und Pfefferstreuer. Also finde ich schade, dass man sich selber nicht sehen können. Alles spiegelt sich hier drin oder ist wahrscheinlich nur so eingemacht in den Spiegel, aber wir jetzt selbst können uns nicht sehen. Das ist ein bisschen schade. Das muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen schade, dass man selber nicht sehen können. Das ist nichts zum Interagieren, wie es aussieht. Das ist ein Hut. Sie hat die Kameras überall rausgezerrt und kaputt gemacht. Ein Pferd, obwohl das sieht man nicht so stabil ist, das bricht doch bestimmt schnell ab hier. Die Beine von dem Pferd. Vom Reichtum der deutschen Seele. Was haben wir das mit den Atomwaffen? Und Krakauer Beobachter. Eine Gitarre. Schallplatten. Und eine Trompete und ein Löffel, Teelicht und alles. Ach hier, wie gesagt, dass man sich selber nicht sehen können, dass wir uns mal spiegeln können, wie gesagt, ein bisschen komisch. Die Uhr stehen geblieben. Ach, der große Tag ist da oben. Viertel eins. Ja, Junge, brauchst du nicht so schnaben. Ich weiß, ich bin nur zu langsam. Da haben sie aber auch einige Bilder. Schön, da war es doch gewesen. Rückblende bei der Kirche. Der Fehler war mit der Mutter, dass es dir hier rumgesponnen hat. Ey, ich wollte das noch interagieren. Hätte ich schneller machen müssen, naja. Es ist aber noch ein bisschen schade, dass es so ein Zeitding ist, wo du es nicht weißt. Bei dem ist Viertel zwölf die Uhr stehen geblieben. Ey, Viertel elf. Gerne gezeichnet. Einfach nur viele Bilder. Kleines Kunstatelier. Da sieht man hier die Anatomie von dem Pferd, dass man weiß, wie man das am besten zeichnet. Wir haben schon angefangen, das Bild schon ein bisschen vorzuzeichnen. Der Skizze da schon ein bisschen mit Farbe dann, Schattierung alles.
ja nochmal, abgezählt von Sina hat, dass die Anatomie vom Pferd, dass man das ungefähr dann übertragen kann. So als Vorlage dann, dass man das Pferd dann ein bisschen gleich, wie man sieht, das drüber, dass man die Anatomie, was man weiß, aha, das ist ungefähr dann so, dass man dann die Proportionen hinbekommt von den Ganzen. Gewesen. Genau. Landschaft. Zwei nackte Frauen. Du bist die Brüste siehst, aber jetzt nicht so viel. Ist noch okay. Also auch YouTube, das ist Kunst, ja. Das ist kein Schweinskram, das ist Kunst. Ist alles Bildungsauftrag und Kunst. Kein Schweinskram, keine Vorlagen für pubertierende Menschen oder für welche, die gerade zu viel Lust verspüren. Nein, das ist Kunst hier. Das sieht das Bild hinten ja nicht schlecht aus. Soll ich dieses Bild mit der Stadt? Das Bild hatten wir schon, nur dass es dann umgekehrt war, dass sie eigentlich nach rechts geguckt hat. Das ist dasselbe Bild, nur halt nochmal umgedreht. Wir gucken das gleiche Zettel an. Das ist dasselbe Bild mit der Stadt. Nur einmal im Breiten, einmal im Hochformat. Hm, naja. Abschrift des Berichts von Rüssat Lasi. Nur so ähnlich. Ich ging nach draußen, um Pilze zu sammeln. Nicht, dass ich wirklich erwartet hätte, welche zu finden, aber ich genieße es, zwischen den Bäumen umherzuwandern. Auf meinem Weg fand ich eine knorrige Buche, sah auf und entdeckte in einem Distelbusch in der Nähe eine weiße Ziege. Ein Wunder, so dachte ich, denn ich hatte kein lebendiges Vieh mehr gesehen, seit wir damals vor 10 Jahren die letzte Henne verspeist hatten, aus altem Bunker. Und siehe da, eine Ziege. Obwohl, da steht ach, eine weiße Zicke und da steht eine Ziege. Hm. Wo konnte sie nur hergekommen sein? Sofort dachte ich, dass Beles uns mit seinen Segen beglückt und sie geschickt haben muss. Ich ging auf sie zu. Sie rannte nicht fort. Sie ließ sich von mir ein Seil umbinden und ging an meiner Seite wie ein Hund an der Leine zurück zur Siedlung. Ich ging mit ihr direkt zum Hohepriester, um die wundervollen Nachrichten mit ihm zu teilen. Ich hoffte, die segnete uns mit heilender Milch. Na gut, wenn du dann Ziegenmilch hast, kannst du vielleicht auch Ziegenkäse machen. Wobei bei Käse herrscht, brauchst du ja dieses Lab. Eigentlich so ein Enzym, damit das dann aus der Milch dann Käse werden kann. Ja, würde sagen, an der Stelle werde ich erstmal die Folge beenden. Lasst also eine Bewertung da oder ein Abo. Oder seht euch auch mal andere Videos an. Und in der nächsten Folge werden wir dann die anderen Räume auch erkunden. Also, macht's gut. Bis dann und tschüss.